Im Folgenden will ich mal vorstellen, was man sich überlegen sollte, bevor man an ein Gerät geht. Ob das jetzt eine Mikrosonde ist, Raster oder auch irgendwelche Massenspektrometer oder sonst irgendwas, ist eigentlich ein bisschen egal. Denn es passiert immer wieder, ich erlebe es immer wieder, dass Leute kommen, haben einen Termin und überlegen sich dann erst richtig, was sie eigentlich messen wollen. Und natürlich ist es nicht ganz optimal. Und deshalb würde ich immer so ein bisschen drüber gehen, wie man das machen könnte. Also das Erste, was man sich überlegen muss, ist natürlich, was geht überhaupt mit Mikrosonde oder Raster? Da gibt es zum einen natürlich die bildgebenden Verfahren. Das ist Backscatter Electron Images, also für Phasenkontrast, für Materialaufnahmen und so weiter. Dann gibt es Sekundärelektronen, da hat man dann die Oberfläche, also hat mehr 3D-Informationen und Katholumineszenz, sowas wie Zonierung und so weiter. Und dann gibt es die charakteristische Röntgenstrahlung. Was können wir mit der machen? Natürlich können wir Punktanalysen machen, Linienanalysen machen, mit WDS quantitativ und mit EDS qualitativ. Und schließlich können wir dann auch noch Element Maps machen. Das ist so eine Art Mischung aus charakteristischer Röntgenstrahlung. Und natürlich ist es auch ein bildgebendes Verfahren, weil wir als Ende eben diese Element Maps haben. Also diese Dinge können wir hier alle machen. Das ist das Erste, was wir uns klar machen müssen, was wir an Informationen überhaupt bekommen können. Als Nächstes brauchen wir eine Probenvorbereitung. Enorm wichtig. Meistens benutzen wir, oder eigentlich in der Regel benutzen wir dafür Polyethylenschliffe für die EPMA. Für das Raster würden auch nicht polierte Stücke gehen. Da haben wir auch eine 3D-Information. Also da könnten es auch irgendwelche kleine Gesteinsstücke sein. Die Biologen nehmen es natürlich, die Paläontologen nehmen es für Tiere oder Fossile. Die müssen dann nicht notwendigerweise poliert sein. Wenn wir quantitative Analysen wollen, brauchen wir auf jeden Fall so einen polierten Dünnschliff. Dafür haben wir ein Präparationslabor. Man kann es auch selber machen. Also das Material wird zuerst gesägt und anschließend hat man hier so diese Klötzchen und die werden auf einen Objektträger aufgeklebt. Der wird dann im Zweifel nochmal abgesägt. Man kann das ganze Ding hier runterschleifen. Braucht man ewig viele Schleifscheiben, die alle kaputt gehen. Und zum Schluss wird poliert im letzten Schritt und dann hat man diesen Dünnschliff hier. Diese Dünnschliffe sind dann eben solche wie gerade gezeigt auf so einem Objektträger drauf oder man hat diese runden Mounts. Die haben meistens 1 Inch Durchmesser, also 2,51 cm Durchmesser. Dafür haben wir Halter da, mit denen wir das dann in die Mikrosonde einbauen können. Das sind also die Probenarten, die man haben kann, diesen Mount oder diese Dünnschliffe. Anschließend müssen wir das Ganze bedampfen in der Bedampfungsanlage. Meistens machen wir es mit Kohlenstoff. Das hier sind diese beiden Kohlenstoffstäbchen hier, die aufeinander drücken. Dann wird das Ganze geheizt, dann kommt hier unten der Kohlenstoff raus. Hier unten liegt dann vielleicht dieser Dünnschliff drin oder man hat diese Mounts, die in diese Halter reinkommen. Auch das sollte gemacht werden, natürlich bevor man an das Gerät geht. Also das sind alles diese Sachen. Es geht nicht nur darum, was gibt es alles, sondern das, was man macht, bevor man ans Gerät geht. Dann ganz wichtig ist, wirklich wichtig, kein Scherz, wie lautet die Fragestellung? Das ist unglaublich wichtig, um sich darüber klar zu werden, was man tatsächlich machen will. Also Fragestellung könnte zum Beispiel sein, das sind hier ein paar Beispiele, petrologische Charakterisierung eines Gesteins, eine Möglichkeit. Oder man möchte Mineralzonierung untersuchen. Was ist da jetzt der Unterschied? Pathologische Charakterisierung würde man hingehen, also die Fragen, die dahinter stehen, wären vielleicht, welche Komponenten sind im Gestein, welche Minerale sind im Gestein, wie sieht die Struktur aus und so weiter. Und mit diesen Fragen, natürlich welche Komponenten, kann man mal gucken, vielleicht wie viele sind es, also deren Modalbestand. Ja, in dem Fall würde man sicherlich BSE-Bilder machen, um dann einzelne Komponenten zu identifizieren und deren Modalbestand zu bestimmen. Welche Minerale würde man vielleicht EDX dazu nehmen? Solche Sachen. Bei einer Mineralzonierung möchte man es ja wissen, bei diesem Feldspat hier zum Beispiel, da sieht man hier außen, ist es so ein bisschen dunkler, diese Zone. Da möchte man also die Zonierung wissen, also möchte man Lines machen. Das ist da wichtig bei dieser Fragestellung. Vielleicht möchte man Druck- und Temperaturbestimmungen mit entsprechenden Thermobarometern machen. Also guckt man sich vielleicht ein Olivinkorn an mit einem Granat daneben, misst da drin Eisen, Magnesium und kann darüber zum Beispiel Temperatur bestimmen.
Also hat man hier auch wieder, weiß man, was man da dann machen möchte. Vielleicht möchte man auch einfach nur bestimmte Phasen suchen, um anschließend sowas wie andere Untersuchungen zu machen, vielleicht Laser, ICP-MS, für Altersdatierung oder sonst irgendwas. Das heißt, hier reicht auch, wenn man BSE-Bilder hat, EDX, um diese Phasen zu finden und zu identifizieren. Hier bei Druck- und Temperaturbestimmung bräuchte man natürlich quantitative Analysen, um entsprechende Eisen-Magnesium-Gehalte zu bestimmen. Also das sollte man im Vorfeld wirklich genau wissen, dass man, wenn man in die Sonne geht, effektiv daran arbeiten kann. Natürlich ist es auch durchaus legitim, mal hinzugehen zu sagen, nee, ich will einfach mal so, oder mich interessieren, ich will einfach mal wissen, wie das Gestein ungefähr aussieht oder sonst irgendwas. Also so eine Art, ein bisschen Schuss ins Blaue oder Survey oder sowas, das macht man aber zum Beispiel bei Abschlussarbeiten dann eher selten. Und das ist eigentlich eher vielleicht was, was man noch dazu machen kann. Im Kern sollte man schon eine bestimmte Fragestellung haben oder bekommen, wenn es um eine Arbeit geht. Dann ist natürlich noch die Frage, was genau will ich untersuchen? Das hatte ich gerade schon ein bisschen beantwortet auch. Also zum Beispiel sage ich, ich möchte jetzt in diesem Meteorit hier, Allende, also das hier ist ein Meteorit, ich möchte jetzt hier drin Chondrin untersuchen. Das sind diese runden Objekte. Also ich will wirklich ganz genau wissen, das will ich untersuchen. Der Rest interessiert mich eigentlich nicht. Oder ich will hier CAIs untersuchen, solche Objekte. Der Rest interessiert mich nicht. Oder Sulfide. Das macht dann immer wieder Unterschiede aus, auf mein Messprogramm beispielsweise. Ja. Bei Sulfiden will ich sowas messen wie Eisen und Schwefel. Und ich brauche kein Oxidprogramm, sondern ich brauche eher ein Metallprogramm. Das ist dann klar, wenn man an die Sonne geht, dass es Unterschiede sind. Oder in den CAIs will ich natürlich hauptsächlich Calcium, Aluminium untersuchen. Und das ist von daher wichtig, weil ich dann sage, die Elemente will ich wirklich genau bestimmen. Weil ich kann nicht hingehen und sagen, ich will jetzt 20 Elemente bestimmen, sondern man sollte sich schon vielleicht 10, maximal 15 Elemente untersuchen. Und bei denen muss man sich überlegen, welche genau sein sollen. Zum Beispiel in Chondrin, Magnesium und Silizium ist relativ einfach, die genau zu messen, weil viel drin ist. Vielleicht möchte man aber in denen auch noch ein bisschen Spuren untersuchen. Sowas wie, sagen wir mal, Natrium in Olivin, das gibt es, Natrium in Olivin, sehr geringe Konzentration, ein paar hundert ppm höchstens. Oder vielleicht sowas wie Chrom, Mangan, die auch geringere Konzentrationen haben. Und dafür braucht man dann sehr lange Messzeiten und deshalb sollte man im Vorhinein wissen, ob man es wirklich genau braucht, also welche Nachweisgrenzen man für diese Elemente braucht, wie genau die sein müssen, um das Messprogramm entsprechend bauen zu können. Diese Fragen sollten entsprechend im Vorfeld für sich selbst beantwortet sein. Und dann schließe ich eben an, was für Ergebnisse will ich eigentlich haben. Also ich möchte nachher schöne BSE, SE und CL-Bilder haben, beispielsweise, um eine Struktur zu zeigen, um zu zeigen, wie das Objekt tatsächlich aussieht. Entsprechend macht man sich dann darüber Gedanken, wenn man das misst. Ich brauche nur qualitative Analysen. Also solche EDX-Analysen reichen vollkommen, weil ich nur wissen will, welche Minerale drin sind. Ich brauche quantitative Analysen, also Punktanalysen. Dann, wie gesagt, welche Elemente brauche ich, mit welchen Nachweisgrenzen. Vielleicht brauche ich Linienprofile. Für Linienprofile muss man sich überlegen, wie viele Punkte. Also wenn man ein Profil misst über irgendein Mineral, dann muss ich überlegen, wie groß sind denn die Minerale. Es geht nicht um, wie genau das ist, sondern wie groß sind diese Minerale und wie viele Punkte will ich hier legen, in welchem Abstand sollen die gelegt werden. Wie viel brauche ich? Weil es kann schon mal sein, dass eine Line vielleicht 100 Punkte hat. Wenn jetzt aber ein Messpunkt 5 Minuten dauert, hat man 500 Minuten für ein Profil mit 100 Punkten. Das sind knapp 10 Stunden. Und wenn ich dann 10 Profile machen will, bräuchte ich 100 Stunden. Das geht schon nicht. Also solche Sachen sind natürlich dann sehr hilfreich, wenn man sich die im Vorfeld ein bisschen überlegt. Vielleicht möchte man Element Maps machen. Die dauern richtig lang. Da gibt es auch schnelle mit EDX. Kann man sehr schnelle machen. Oder man kann die auch mit WDS machen. Das ist mehr für Spurenelemente, das ist mehr für Hauptelemente. Und auch da sollte man sich überlegen, will ich nur so ungefähr ein Map haben, will ich ein sehr detailliertes Map. Ein Map kann sehr schnell mehrere Stunden gehen. Oftmals misst man die übers Wochenende, also wirklich vielleicht auch mal 30 Stunden oder so, wenn man ein sehr, sehr gutes Map braucht. Da ist dann so, dass man sich sagt, ich will ein Map als Darstellung in meiner Abschlussarbeit und deshalb soll das, oder in dem Paper, und deshalb soll das wirklich extrem gut aussehen. Und nehme ich mir viel Zeit dafür und buche vielleicht
an einem Wochenende, sodass es über das Wochenende laufen kann. Vielleicht möchte man Phasenbeziehungen haben, da bräuchte man dann wieder mehr. Sowas wie BSE-Bilder oder strukturelle Analysen, also sowas wie 3D, kann man jetzt hier nicht ganz so gut sehen, das sind einzelne Mineralplättchen in der Matrix von Meteoriten, die nur ein paar hundert Nanometer Durchmesser haben. Das wären so strukturelle Analysen beispielsweise. Und klar, auch hier kann man wieder rangehen und kann sagen, vielleicht will ich einfach nur ein bisschen gucken, wie das Ganze aussieht. Aber wie gesagt, auch da ist es eher ein Nebenprodukt als die Hauptfragestellung natürlich. Und das geht wieder auf ein bisschen ähnlich zurück. Also wirklich, welche Minerale will ich messen? Wenn ich sage, ich will Chondrin messen, was will ich in Chondrin messen? Will ich den Pyroxen hier außen messen? Den Olivin, will ich die Mesostasis hier dazwischen messen? Also dieses ganze graue Bereich? Oder will ich nur ausschließlich ein einziges bestimmtes Mineral messen? Also, und dann entsprechend braucht man unterschiedliche Messprogramme. Also vielleicht, wie gesagt, dieses Metallmessprogramm oder ein Oxidmessprogramm und so weiter. Deshalb sollte man es im Vorfeld relativ genau wissen, was man damit tatsächlich möchte. Habe ich auch schon ein bisschen gesagt, welche Elemente, worüber muss man sich dann dabei Gedanken machen? Also erstmal, wie viele Elemente ist ganz wichtig, weil also mehr als 15, dann werden die Messprogramme wirklich lang. Deshalb so 10 ist so ein Standardprogramm, vielleicht auch mal 12 oder sonstiges. Wir haben 5 Spektrometer an der Sonde, man kann 5 Elemente gleichzeitig messen. Quantitativ, das ist jetzt immer auf WDS bezogen, mit EDS bekommen wir alle, geht auch in Sekunden, aber meistens will man ja quantitativ messen. Wie viele Durchgänge braucht man dafür? Das ist genau das. Wir haben 5 Spektrometer. Das heißt, das sind jetzt 5 Elemente, 10 Elemente, 15 Elemente. Wobei, es ist nicht so, dass immer jedes Element mit jedem Spektrometer gemessen werden kann. Das bedeutet, vielleicht hat man nur 12 Elemente oder sogar nur 9 Elemente, braucht aber trotzdem 3 Durchgänge, weil entsprechend es liegen ja verschiedene Kristalle auf den Spektrometern und so weiter. Und dann kann man die nicht so verteilen, dass man es in 2 Durchgängen macht, sondern braucht 3. Und dann verlängert sich die Messzeit vielleicht von 3 Minuten auf 5 oder 8 Minuten pro Punkt. Und deshalb sollte man sich das schon überlegen am Anfang. Welche Elemente sollen besonders richtig gemessen werden? Das sind meistens dann Spurenelemente, Vanadium, Titan, Wolfram, Zirkonium oder sonst irgendwas. Das sollte man auch im Vorfeld wissen, weil da hat man dann vielleicht manchmal Messzeiten für ein Element von bis zu 3 Minuten oder sogar länger. Wenn man den Untergrund misst, dann hat man vielleicht für ein Element manchmal nachher 5 Minuten. Und wenn man 2 Elemente auf 2 Spektrometer in 2 Durchgängen hat mit 5 Minuten, hat man schon 10 Minuten. Bei Standardsachen ist es meistens nicht der Fall. Nachweisgrenzen, was erwartet man denn? Meistens weiß man ja, wie wenig viel von einem Element drin ist. Wie gesagt, zum Beispiel Natrium in Olivin, ein paar hundert ppm. Dann braucht man entsprechende Nachweisgrenzen, entsprechend längere Zählzeiten. Auch da ist es natürlich gut, wenn man das dann im Vorfeld weiß. Braucht man nicht besonderen Standards? Für quantitative Messungen standardisieren wir ja. Das heißt, wir brauchen auch Standards dafür. Vielleicht brauchen wir einen Rutil-Standard, einen Metall-Standard, einen Zirkon-Standard oder sonst irgendwas. Das sind auch Sachen, über die man sich Gedanken macht. Und natürlich, mit Gedanken meine ich auch, da kann man jederzeit mich fragen, mit mir drüber sprechen oder bei anderen Geräten mit den Leuten. Die freuen sich, ich freue mich, wenn es im Vorfeld passiert, weil dann kann man das sehr viel besser vorbereiten, dann ist auch die Messsession, macht sehr viel mehr Spaß. Also hier ist nicht mehr so richtig viel mit einem vielen Lucky, sondern hier sollte man dann wirklich, die Sachen muss man wirklich wissen im Vorfeld. Welche Elemente, wie genau und so weiter. Für das Messprogramm sollte man sich schließlich noch ein paar Gedanken machen im Vorfeld. Zum Beispiel, welche Beschleunigungsspannung will ich. Also wenn man sowas wie Eisen anregen will, dann braucht man auf jeden Fall, oder dann bräuchte man wahrscheinlich 15 kV, sonst wird es bei Eisen schwierig, das überhaupt anzuregen. Und je mehr Spannung man hat, desto mehr Signal bekommt man. Das heißt, man kann natürlich auch 20 kV nehmen, dann kriegt man mehr Röntgenstrahlung, aber die Anregungsbirne wird größer und man hat vielleicht die Gefahr, dass wenn zwei Minerale nebeneinander sind, dass man auch von dem Mineral hier nebendran noch ein bisschen was mitbekommt. Also sollte man sich überlegen. Genauso im Strom. Man kann auch statt die KV hochdrehen, den Strom hochdrehen, die Nanoampere. Man macht dabei aber die Minerale kaputt. Kann sie kaputt machen. Zum Beispiel Feldspat ist ganz bekannt dafür, das geht kaputt. Da geht das Natrium raus, wenn man zu viel Strom drauf hat. Also da muss man aufpassen. Dann welche Spot Size? Gerade bei Natrium zum Beispiel nimmt man gerne größere Spot Size.
vielleicht sowas wie 5 bis 10 Mikrometer und damit eben dieses Natrium nicht verdampft, man den Feldspat nicht so kaputt macht. Es kann natürlich aber auch sein, dass man eine Probe hat und da drin eine ganz schmale, dünne Phase, die vielleicht selbst nur 1 Mikrometer Breite hat. Dafür braucht man einen kleinen Spot Size. Dafür braucht man dann auch eine geringe KV zum Beispiel, wegen der Anregungsbirne. Also über diese Dinge kann man sich dann Gedanken machen. Und dann natürlich noch, welche möglichen Interferenzen hat man. Also vielleicht hat man hier irgendein, sagen wir Zirconium, Hafnium oder Titan und Vanadium haben so Interferenzen. Da muss man sich auch ein bisschen Gedanken machen im Vorfeld, dass man die entsprechend berücksichtigt. Und schließlich kann man sich dann überlegen, welche Kristalle braucht man. Aber das ist schon sehr speziell und auch etwas, bei dem ich dann sehr gut helfen kann. So ein paar letzte Überlegungen, die man dann noch machen sollte, ist, was sind Must-Haves, also was will ich wirklich und brauche ich auf jeden Fall bei der Messung und was sind mehr so Nice-to-Haves, also was sind Sachen, die wäre schön, wenn wir das auch noch machen könnten, aber nicht notwendigerweise nötig. Sehr sinnvoll, denn darauf sollte man fokussieren, auf die Must-Haves und je nachdem, man dann noch Zeit hat, kann man hier auch nochmal nachschauen oder das ist vielleicht so, wenn man einfach nur denkt, mal gucken, ob es noch was Interessantes gibt. Wie viele Punkte will man messen? Sehr wichtig, einfach nur um eine Idee zu haben. Also eine Frage, die ganz oft kommt, ist eben, ich habe jetzt hier ein Basalt, wie viele Punkte soll ich denn darauf messen? Und dann frage ich mich, ja, welche Minerale sollen überhaupt gemessen werden? Da werden halt die typischen genannt, das ist Plagioclas, Pyroxen oder sonst irgendwas. Und so, wie viele Punkte da drauf? Das ist immer schwer zu sagen, weil es halt mit der Fragestellung zusammenhängt. Will man diese Zonierungen haben? Möchte man einfach nur wissen, welche Minerale drin sind, deren Zusammensetzung? Möchte man eine bestimmte Konzentration eines Elements messen? Und so weiter. Deshalb sollte man sich darüber Gedanken machen. Typisch ist sowas wie vielleicht 5 bis 10 Punkte pro Mineral. Also wenn man jetzt 10 oder 5 verschiedene Minerale hat und auf jedem 5 Punkte macht, wären es 25 Punkte. Das geht ziemlich schnell. Also damit ist man eine Stunde durch. Da kann man schon auch noch andere Sachen machen. Und meistens sind auch noch andere Fragen dabei. Aber so eine Idee sollte man hier schon haben. Wie viel Zeit brauche ich dafür? Sehr wichtige Sache. Also wenn man eben sagt, man hat diese Lines oder man möchte ein Map machen oder man hat diese Einzelpunkte, einfach nur mal ein bisschen überlegen und immer gerne auch zum Beispiel mit mir Rücksprache halten oder anderen, wie lange sowas dauert. Dann ist die Frage, ist die Probe vorbereitet, also bedampft? Also es ist nicht so ganz selten, dass manchmal Leute kommen, die Proben sind nicht bedampft. Wäre natürlich hilfreich, wenn man es hat. Und zum Schluss, klar, habe ich einen Termin. Den muss man natürlich ausmachen. Und das kann manchmal sein, dass das Gerät vielleicht ausgebucht ist für einen Monat. Das heißt, das sollte man im Kopf haben, also frühzeitig sich um einen Termin kümmern. Okay, das hier ist alles einfach nochmal zusammengestellt, all in one, damit man Übersicht hat. Ich will da jetzt gar nicht mehr im Detail durchgehen. Man kann das Video jederzeit anhalten, sich das anschauen oder sonst irgendwas. Das ist exakt das, was ich gerade gezeigt habe. Also bitte, oder es ist immer super hilfreich, wenn man sich über seine Sachen im Vorfeld Gedanken macht, hier ist alles so zusammengefasst.